ist fast jetzt 100 Jahre oder 90 Jahre her, hat Franz Roh, der eben anlässlich der Film- und Fotoausstellung diese wirklich bis heute maßgebliche Publikation Fotoauge herausgebracht hat, in seinem einleitenden Text geschrieben, der Fotografieunkundige ist der Analphabet der Zukunft. Und das können Sie im Grunde heute eins zu eins übernehmen. Ich glaube, es ist wirklich eine Frage der Erziehung. Also wie erzieht man Kinder und Jugendliche dahingehend, sich wirklich mit Bildern auseinanderzusetzen? Und wir sehen es ja auch oft bei unserem Publikum im Museum, dass sie eigentlich mehr Aufmerksamkeit auf das Label verwenden, als sich wirklich das Bild anzuschauen. Und das ist ein Prozess, das auch zu ändern. Und es ist absolut notwendig, weil sonst kommt man durch diese... auch durch diese Dynamik, die Bilder haben können und den Einfluss, den die Bilder auf uns haben. Wir wissen es von den ganzen Überlieferungen aus dem Irakkrieg und aus anderen Zusammenhängen, wo Bilder uns falsche Botschaften geben und wir glauben, wir schenken dem auch Glauben, weil wir eben nicht mit diesen kritischen Instrumenten ausgestattet sind. Das ist absolut notwendig. Ein gutes Beispiel dafür ist Nobuyoshi Araki, von dem wir gerade eine kleine, aber sehr feine Ausstellung einrichten mit seinem Frühwerk. Araki hat ja um 1970 angefangen, sich als Fotograf selbstständig zu machen. Und an ihm sieht man auch, wie er versucht hat, sozusagen zu seiner Zeit anders mit Bildern umzugehen und eben auch Bilder zu teilen. Und was er auch gemacht hat, was ich so spannend finde, ist, dass er Fotografien mit einem Xerox-Kopierer vergrößert hat, und das war damals die neueste Technik, und die hat er als ganz traditionell als Fotoalben zusammengebunden, jeweils mit 70 Exemplaren zu unterschiedlichsten Themen, alles so Alltags-Snapshots, und hat die dann nicht nur an Freunde verschenkt, sondern hat sich Adressen aus dem Telefonbuch geholt und sie an Unbekannte verschickt. Oder er hat seine Fotos in Suppenküchen ausgestellt. Also es ging immer darum, sozusagen einen größeren Radius für die Bilder zu finden, was wir natürlich heute, also durch Instagram oder Facebook, ebenso machen. Aber er hat es mit seinen Mitteln um 1970 gemacht. Also wir haben ja festgestellt, dass eigentlich die erste Generation, die mit dem Fernsehen groß geworden ist, also praktisches Beispiel oder bestes Beispiel Cindy Sherman, dass die natürlich diese Medienwelt in ihre eigene künstlerische Welt hat einfließen lassen, dass sie sehr stark von medialen Bildern beeinflusst ist. Das ist jetzt, wenn Sie jetzt eine jüngere Generation sehen, die kommunizieren nur noch über Bilder. Also das, was Bilder bewirken, wie sie wirken, wie man sie sozusagen als Sprache benutzt, das ist wesentlich stärker geworden, als das noch zu meiner Generation war. Und wir sind schon die Fernsehgeneration. Im Grunde müsste man Bildanalyse als Schulfach integrieren. Ja? Ich denke, so wichtig wie es ist, im Deutschunterricht zu lernen, dass man sich kritisch mit Texten auseinandersetzt und das reflektiert, umso wichtiger ist es heute für eine jüngere Generation, ist ja eigentlich für uns auch schon wichtig, sich mit Bildern auseinanderzusetzen, sie kritisch zu reflektieren, zu überlegen, wie sind die, also was will mir das Bild eigentlich erzählen und wie ist es gemacht und was erzählt es mir nicht und was lerne ich dadurch? Und das, also man merkt immer noch, der Umgang mit Bildern ist immer noch sehr naiv, und das ist, glaube ich, mittlerweile ein Instrumentarium, was man Kindern und Jugendlichen beibringen müsste, weil sie dieser Bilderwelt komplett ausgesetzt sind. Also es funktioniert nur darüber, und wenn sie allein diese ganzen Massen und Mengen, die dort hochgeladen werden, sehen und die sich natürlich auch alle über Snapchat und Instagram angucken, ist es unglaublich. Es ist dann wiederum so viel, dass man auch froh sein kann, dass sich das einzelne Bild relativiert. Ja, also das nimmt dann auch wieder ab, aber und eine jüngere Künstlergeneration, die natürlich damit jetzt selbstverständlich groß geworden ist, die geht auch ganz anders dann mit diesen Bildern um. Also die fließen viel stärker rein und sie sind auch, wie was ich schon sagte, sind überhaupt nicht mehr gattungskonzentriert. Also sie begreifen sich nicht als Fotograf, sondern dann als Künstler oder Künstlerin, die mit Fotografie oder mit Film oder sonst irgendwas arbeitet. Also das löst sich alles auf. Und ich habe letztes Jahr eine Ausstellungsreihe ins Leben gerufen, die heißt Fotografie heute, wo wir ganz explizit alle zwei Jahre am Beispiel von 4, 5 verschiedenen Künstlern versuchen, sozusagen dieser Fragestellung näher zu kommen und auch zu überlegen, zu reflektieren, wie müssen wir Museum anders denken.